Ja, also hier unser Haus, das ist hier seit 1794 Familienbesitz. Den Kaffertag, den haben wir noch, den haben wir drüben hängen. Damals war die Uhr da schon mit drin im Haus, wurde mit einem extra Preis damals noch bezahlt. Das Jahr 1794 wurde nachträglich da oben reingemalt als Erinnerung an das Jahr des Kaufs. Also die Uhr ist entsprechend auch ein bisschen älter, das Haus natürlich auch. Ich glaube, das Haus hat damals 2100 Taler oder was gekostet und die Uhr, glaube ich, 45 extra. Oder sowas ähnliches. Ja, wir sind hier seit 7 Generationen praktisch ansässig und seit 1820 ungefähr war hier auch Fährbetrieb. Zunächst, also so eine kleine Kahnfähre mit Rudern und Segeln betrieben. Erst 1928 hat mein Opa da einen Motor reingebaut. Die Fähre wurde dann bis 55 ist mein Opa gestorben, da wurde die Fähre anschließend noch bis in die 60er Jahre hier aus der Nachbarschaft von jemandem weiter betrieben. Aber seit ungefähr 50 Jahren ist es kein Fährbetrieb mehr. Lohnt es sich auch nicht mehr. Damals, also in meiner Kindheit, wo, also in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, damals hatten die Leute ja alle keine Autos und die von einer Elbseite, die sind dann morgens mit der Fähre rübergekommen. Von hier dann weiter mit dem Bus und Bahn nach Hamburg zur Arbeit und abends dann entsprechend wieder zurück. Aber so in den 60er Jahren war dann auch in Geestag die Brücke, die Schleuse, die Brücke über das Wehr fertig, sodass dann die Leute auch dann da mit den Autos dann rüberfahren konnten und auch sonst eben auf andere Art zur Arbeit gefahren sind. Aber früher war das ein öffentliches Verkehrsmittel, wurde auch staatlich kontrolliert und staatlich beaufsichtigt und die Preise, die Fährpreise waren vorgeschrieben. Draußen hängt noch ein Fahrplan von 1953, also das war auch alles ganz, wie man das eben so von öffentlichen Verkehrsmitteln kennt, wurde es auch betrieben. Natürlich im Winter bei Eiscamp war natürlich Pause, dann ging es natürlich nicht mehr. Jedenfalls solange die Elbe nicht stand. Wenn die Elbe nachher stand und begehbar war, dann haben die vier Leute mit so Zweigen einen Weg über die Elbe abgesteckt und auch abgestreut. Durften dafür auch dann für die Benutzung dann auch einen kleinen Obolus kassieren. War alles vorgeschrieben. Also ich kann mich erinnern, 1959 ist die Schleuse eingeweiht worden. Da fuhren noch die Raddampfer. Und die Schleusen sind auch so breit, dass die Raddampfer da durchpassen. Das muss 59 gewesen sein, sind wir von unserer Altengammer Deichschule mit der Klasse zu Fuß da zum Achterdick gegangen. Da war auch so eine kleine Fähre wie hier bei uns und da sind wir rüber. Und da war auf der anderen Seite Drage war ein Fähranleger, also ein Anleger von diesem Raddampfer, der Raddampfergesellschaft. Und da sind wir da eingestiegen, durch die Schleuse durch, gestern ausgestiegen und dann zu Fuß hier am Schwarzen Weg wieder zurück. Ja, ich bin ja jetzt, früher hat unsere Mutter das hier gemacht, jetzt ist mein Bruder und ich, wir machen das allein. Mein Bruder macht die Küche und ich mache hier so die Bedienung und so weiter. Und das klappt insofern ganz gut. Also bei uns gibt es so normalerweise Bratkartoffelgerichte mit verschiedenen Beilagen. Und ansonsten machen wir auch andere Sachen. Moin. Guten Tag. Ja. Junge, lange, danke, dass du das hier da. Hallo. Das ist ja so. Aber ich muss das auch machen. Ich muss das nicht.
Boah, dann weißt du, wie der Wasser drauf geht und in deinen scheiß Alp. 40er mit 10 hier und da der Jastin. Ohne Hermanns Jastin und schon Google. Und Herz. Ja, also den Gastwirtschaftsbetrieb haben wir hier schon wahrscheinlich ziemlich lange. Also wir haben eine Konzession da hängen von 1890, auch von meinem Urgroßvater, wie der das hier übernommen hat, von seinem Vater. Der hat damals eine Konzession beantragt. Und seitdem auf jeden Fall ist das konzessionierter Gaststättenbetrieb. Auch davor nehme ich an, weil da vorher auch schon Fährbetrieb hier war, hat man wahrscheinlich hier auch so einen Raum schon gehabt, so, wo man vielleicht Leute hat sitzen lassen, die auf die Fähre gewartet haben, hat vielleicht auch ausgeschenkt oder was, weiß ich aber nicht. Aber seit 1890 war das auf jeden Fall offiziell konzessioniert. Man konnte auch, irgendwie gab es hier einen Raum im Haus, wo man auch übernachten konnte. Also Reisende, die mit dem Dampfer gekommen waren, die konnten hier übernachten. Da haben wir auch noch so alte Blätter gefunden, wo das musste dann notiert werden, wer das war, wohin und woher und so weiter. Und das wurde dann bei der Landherrschaft in Bergedorf, musste man das dann abzahlen lassen. Aber, also es kam so ein kleiner Zwischenraum wie dieser hier jetzt nebenan, da ist ein kleines Kabuff. Das kann der Raum gewesen sein, aber ich weiß es nicht genau. Ja. Gaststättenbetrieb. Und was natürlich auch die Leute, alle Anwohner hier immer hatten, ist natürlich Gemüsebau, also so Garten und Landschaft, Landschaftsbau nicht, also Gemüsebau und ein bisschen Schweine, Ziegen und sowas, was man eben so hatte. Das hat praktisch jeder früher gehabt, auch in den 50er Jahren, als ich Kind war. Das war eben zum Selbstverbrauch hauptsächlich und eben was überschüssig war, das wurde dann eben an, sagen wir mal, Erdbeeren oder irgendwas, das wurde dann an Deich gestellt und wurde von Kommissionären abgeholt und zum Hamburger Großmarkt gefahren. Ja, bitte, gerne. Ja, das ist mir egal. Auch das Fischereirecht wurde schon 1794 mit übernommen beim Kauf dieses Hauses. Und das wurde ja auch von meinem Opa noch, oder sagen wir mal, von die Generation, die vor 50 Jahren gelebt hat und das da innehält, die haben noch mit der Fischerei betrieben, mit der Fischerei selbst. Aber früher wurde das intensiv gemacht und also sagen wir mal in den 100 Jahren, 1910 rum oder sowas, da haben die zentnerweise Quappen gefangen im November. Damals gab es auch Lachse und Störe in der Elbe, also ich glaube 1912 oder was, da haben die hier noch 60 Lachse gefangen. Und den letzten Stör, glaube ich, in den 20er Jahren. Nachdem diese Fischerei mit Netzen und so nicht mehr betrieben wurde, da kam dann die Privatangelei auf. Also Vereine, die mit uns Verträge abgeschlossen haben, dass sie ihre Mitglieder hier angeln durften. Und wir haben auch viele Einzelpersonen, an die wir Angelkarten ausgeben. Aber das ist in den letzten Jahren doch sehr viel mehr geworden. Was sie auch machen mussten früher, sagen wir vor 100 Jahren, die Fischer, die mussten, wenn jemand in der Elbe ertrunken war, mussten sie mit toten Angeln, mit ihren Fischerbooten, die Elbe absuchen, um die Leiche zu finden. So einen toten Angel hatten wir, kann ich entsinnen, hatten wir früher noch auf dem Boden liegen. Das ist so eine Leine mit mehreren so kleinen, wie so kleine Anker. So. Erik, war das nicht Schaum von Wiesen sein? Ach so. Oder wo ist denn da? Ja, das ist ein Comic. Aber wie ist das für mich? Also die Innenausstattung hier von dieser Kneipe, das ist natürlich auch entsprechend alt. Also ich würde mal sagen, das ist bestimmt, die Uhr ist wie gesagt ja schon seit von Anfang an da drin und auch diese Holzsachen, das ist bestimmt schon überall alt. Also das ist jetzt
Das ist jetzt gemalt, das ist zuletzt, glaube ich, vor, sagen wir mal, vor 20 Jahren vielleicht gemalt worden. Das ist so eine Bierlasur. Das wird dann so mit, die Farbe wird mit Bier angerührt und dann kann man das mit so verschiedenen Kämmen und so Bürsten, kann man da so eine Maserung da produzieren. Wollt ihr schon los? Ja. Muss ja auch mal aus der Büchse. Was kennst du denn nur von mir? Muss ich ja schon wieder aus der Büchse raus? Nee, ja. Seit 20 Jahren, kann man sagen, gut 20 Jahren, also mit 38 bin ich angefangen, 88. Ja, bin ich angefangen. Die ersten 10 Jahre, kann man sagen, bin ich immer alleine gefahren. Und dann habe ich schon ab und an mal ein paar Leute, nach und nach, immer Leute kennengelernt, die auch zu der Zeit, wo ich Zeit habe, also ich kann ja nur tagsüber und in der Woche fahren, nicht abends und auch nicht am Wochenende. Und habe ich einige Leute kennengelernt im Laufe der Zeit, die dann auch in der Wochenzeit waren. Hallo! Hallo! Ist das behalten? Gut, ist gut. Also, muss ich jetzt ein bisschen an die Optik gewöhnt sein. Aber ist schön leicht. Wie viele Leute waren denn da insgesamt? Es waren ungefähr 50. 50? Mhm. Und wie viele Etappen denn? Ich bin 4 plus 4 plus 3, sind also 11 Etappen. Und dann. Dazwischen waren dann immer Ruhetage. Ja. Also nach 4 Tagen ein Ruhetag, 4 Tage, dann wieder ein Ruhetag, 3 Tage und dann sind wir 3 Tage in Barcelona gewesen. Mhm. Kleine Tour gemacht heute? Ja. Wir waren einmal quer zum Spieker und hier zum Endumzug da? Der war dann zufällig auch noch. Aus Versehen, ja. Da haben sich Bonbons geschmissen, mussten wir stehen bleiben. Ja, das ist ja klar.
Bauernfrühstück. Bitte sehr. Dann nehme ich mal guten Appetit. Ja, bei uns gibt es ja Bratkartoffeln. Da haben wir verschiedene Sachen dazu. Und zwar gibt es da Steak dazu, also Rindersteak. Wir haben Sauerfleisch oder Rostbeef. Dann gibt es eingelegte Bratheringe, Matthias-Heringe, Sahneheringe oder es gibt auch Bauernfrühstück. Das ist dann mit Ei und Schinken. Alles, wie gesagt, mit Bratkartoffeln. So, Bier. Ja. Bist du heute Morgen auf? Drei. Neue Tassen drauf. Kaffee wird gekocht. Kaltes Wasser für Zug ist da. Säfte. Ja, alles mit Selbstbedienung zu tun. Guck mal, wenn du auch drinnen Brötchen schmieren. Hier die Toiletten, wisst ihr das zufällig? Na, ein paar Leute sind da dabei, die hier so Begleitfahrzeug fahren oder so irgendwie Begleitung machen. Die schmieren dann da die Reste, da machen sie dann Stollen von, mit großen Kartons und dann werden die Reste alle verpackt und dann bei der Kontrolle in Dülmitz wird das auf den Tisch gestellt, Bananen jede Menge, Joghurt und also Kram kann alles mitgeben, Kaffee auch. Und dann für die Leute, die sich dann da mit 90 Kilometer nochmal zwischendurch noch eine Stunde reinschieben. Wo der Start ist, also praktisch oben am Deich. Achso, die haben gesagt, dass ihr hier seid. Ja. Aber hier haben die starten lassen. Naja, wir sind hier. Ja, genau, das wird gut. Alles klar, ich.